Club Sandwich. Club culture, electronic music and turntable gossip. Now, us. Nur noch eine Woche, dann gibt's wieder die schönste und größte Parade in Berlin, nämlich Rave the Planet. Und da sind natürlich wieder ganz, ganz viele tolle, viele Floats dabei, wo unterschiedlichste KünstlerInnen dann auf jeden Fall richtig schön uns alle mit Techno und House beschallen werden. Und eine, die auf dem Main-Truck dabei sein wird von Rave the Planet, nämlich die Sylvie Miles, die habe ich jetzt hier an meiner heißen Club-Sandwich-Strippe. Schön, dass du da bist. Hallo Sylvie. Hi und danke für die Einladung. Sylvie, du hast ja wirklich was getan, nämlich du bist aus deinem alten Leben rausgesprungen in ein neues. Eigentlich war das ja schön sicher und cozy, aber so richtig zufrieden warst du damit nicht. Seit wann würdest du sagen, so, dass du jetzt so richtig dabei bist mit Releases und auf tollen Covern oder zum Beispiel auch gefeatured wirst von großen Streaming-Anbietern? Du bist in tollen Compilations dabei wie der Fabric und so weiter. Wann war so bei dir so dieser Punkt, wo es so richtig losging bei dir? Da muss ich mal überlegen. Also im Prinzip ging es Ende 22 los, wo ich die Collab mit Patrick Skuro und Celik gemacht habe. Der Track We All Unite ist ja rausgekommen. Da habe ich ja die Vocals beigesteuert und der ist ja total durch die Decke gegangen. Der ist ja jetzt irgendwie bei über 2 Millionen Streams und damit ging es ja irgendwie schon direkt los. Also das war schon irgendwie so ein richtiger Push und und dann ging es halt langsam im nächsten Jahr dann los, dass ich dann auch meine eigenen Tracks, also meine ganz eigenen Tracks released habe und die liefen halt auch eigentlich alle ganz gut und dann ging das alles irgendwie so weiter und im September 23 hat mich ja Bassgeflüster dann gesigned, die Agentur. Genau, und ich glaube, das ist jetzt eigentlich so, seitdem geht's halt richtig los. Also die machen gute Arbeit. Alles auf jeden Fall. Ja, die haben uns auch zusammengebracht. Schöne Grüße nach Köln an der Stelle. Du stehst ja eigentlich ein bisschen auch heraus mit deinem Sound. Ich habe mir noch mal ein paar Sets oder auch ein paar Tracks von dir angehört. Also es ist schon Techno, aber du magst auch so ein bisschen so das Techige dabei, das Verspielte, Positive. Und was ja natürlich bei dir total raussticht, ist, dass du keine Feature-Gäste brauchst, denn du bist eigentlich dein bester eigener Feature-Vocal-Gast. Ja, genau. Also ich mache mal meine eigenen Vocals. Habe auch früher mal ganz viel gesungen. Daher, das liegt halt einfach dann natürlich nah und es macht mir total Spaß, mir Texte zu überlegen und das dann zu kombinieren. Ja, das finde ich total schön. Also watch out for Sylvie Miles. Sie wird auf jeden Fall spielen auf dem Main-Track bei Rave the Planet nächste Woche. Bevor wir jetzt gleich dein Set hören, was du natürlich gemacht hast, und es wird natürlich auch der neue Track drin sein, Love is Stronger, der natürlich im Zuge der Parade rauskommt, der Rave the Planet, da du auch einen Remix machst, der, denke ich mal, wird auch in deinem Set drin sein, oder? Ja, genau. Also der Remix, den ich gemacht habe für die Rave the Planet, so schön einfach, der wird dabei sein. Ja, und natürlich werde ich den auch auf dem Main-Track spielen. Ich freue mich riesig drauf. Mein größter Wunsch, der in Erfüllung gegangen ist, dass ich überhaupt da spielen kann und dann auch noch einen Remix zu machen. Also, was will man mehr? Was will man mehr? Wir wollen jetzt erstmal ein bisschen Sounds von dir hören, Sylvie. Und ich würde sagen, jetzt erstmal checken wir dein schönes Set und gleich unterhalten wir uns nochmal, denn ich will nochmal genau wissen, wie man denn dabei sein? Wie hast du das denn gemacht, dabei zu sein bei Rave the Planet? Was war so deine Eintrittskarte? Ich denke mal, es war vielleicht eine musikalische, die du da den Leuten suggeriert hast um Dr. Motte. Aber jetzt haben wir erstmal dein Set. Sylvie Miles, heute beim Club Sandwich und nächste Woche auf dem Main Truck bei Rave the Planet. Yeah.
We'll be right back.
Club Sandwich. Get you in the mood for your night out. Ihr seid mittendrin im Set von Sylvie Miles. Die wird nächste Woche dabei sein bei Rave the Planet. Natürlich. Und einer ihrer mitgrößten Träume ist damit auch schon in Erfüllung gegangen, nämlich auf dem Mainstream zu spielen. Wie hast du das geschafft? Kannst du da uns Tipps geben, uns Sterblichen, wie man denn auf so einen Rave the Planet Truck eigentlich draufkommt? Puh, also ich habe ja letztes Jahr, im Moment mal dieses Jahr oder I Love Berlin, den Track bei Rave the Planet auf deren Label rausgebracht. Und da sind wir so in Kontakt gekommen. Das heißt, die kennen mich ja schon. Und und dann hatte ich tatsächlich einfach nur gefragt, ob ich den Remix machen darf für die diesjährige Hymne. Und ich durfte. und der Remix hat denen auch gefallen. Und da der denen so gut gefallen hat, haben sie mich dann auf den Main Truck eingeladen, da zu spielen. Wahnsinn. Ja, ich sag nur mal herzlichen Glückwunsch und wir können uns auch beglückwünschen, denn wir können jetzt hier schon mal an dieser Stelle checken, wie der Sound von Sylvie Miles ist, falls ihr noch nicht mitbekommen habt. So wird's auf jeden Fall klingen, wenn Sylvie auf dem Main Truck nächste Woche durch Berlin floatet. Auf jeden Fall. Was ist für dich so eigentlich das Besondere an so einer Parade, an sowas wie Rave the Planet? Also die Stimmung auf so einer Parade ist einfach einmalig. Also das kannst du nicht vergleichen mit irgendeinem Club oder im Open Air halt schon eher, aber da sind ja so viele Menschen und irgendwie hat es so eine ganz andere Stimmung. Es ist so irgendwie so eine Freiheit, so eine Liebe irgendwie in der Luft. Ich weiß es nicht. Also ich finde es einfach so schön, dabei zu sein. Ich war auch letztes Jahr bei der Rave the Planet auch als Gast da. Also für mich sind das die schönsten Partys einfach und dass ich dann halt eben auch da oben stehen darf dieses Jahr und dann auch die Menschenmenge, die fröhlichen Menschen da sehen kann und die musikalisch begleiten kann, das ist einfach so wunderschön. Also ich freue mich unfassbar doll drauf. Ja, und wir freuen uns auf dich und natürlich auch auf Rave the Planet. Am 17. geht's los mittags. Alle Infos findet ihr natürlich auf der Homepage von Rave the Planet. Und wir steigen wieder ein in den Sound von Sylvie Miles, denn sie hat extra ein Set gemacht fürs Club Sandwich. Thank you.
Entire beyond time, shall be born a universe.
club sandwich. The listening snack to get you ready for the night. Wir sind mittendrin im Set von Sylvie Miles und wenn euch das gefällt, dann nächste Woche Schuhe anziehen und mittags losstürmen, denn am 17. findet sie wieder statt, Rave the Planet, die wunderbare Parade durch Berlin. Und eine, die auf dem Truck steht, die hören wir hier gerade schon, Sylvie Miles. Ja, ein bisschen was haben wir schon von ihr gehört und ja, es kommt auch total viel rum in der nächsten Zeit. Sylvie, aber eine Sache muss ich noch dich fragen, wenn man jetzt auf so einem Truck spielt und man sein Set vorbereitet, machst du da irgendwas, bereitest du es irgendwie extra anders vor? Denkst du dir irgendwas, ich muss so alte Rave-Hymnen auspacken, ich spiele nur Sachen von mir, damit die Leute auch mein Zeug kaufen? Was geht dir da durch den Kopf, wenn du so ein Set für Rave the Planet vorbereitest? Boah, also ich denke mal, dass ich das Set sehr gut vorbereiten werde, weil, also ich bin mir auch noch gar nicht so sicher, ob ich jetzt eine Stunde spiele, aber das ist dann ja auch wirklich gar nicht so viel Zeit und da muss natürlich dann auch so viel wie möglich reingepackt werden. Und ja, klar, also so in Richtung alte Rave-Hymnen finde ich eigentlich auch total gut, weil das passt da einfach so gut hin. Und ja, vielleicht bereite ich dann ja auch noch den ein oder anderen Remix vor. Oder ja, also wir werden sehen. Aber vorbereiten werde ich mich definitiv, weil ich werde so unfassbar aufgeregt sein, dass ich das ohne Vorbereitung wahrscheinlich überhaupt nicht schaffen werde. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch gute Nerven und ein tolles Set und unvergessliche, vergessliche Momente nächste Woche bei Rave the vielen, Planet. Vielen Dank. Und ja, für alle anderen Veranstaltungen, denn dein Kalimin-Talender ist ja gerade ganz schön voll. Ja, doch, ein bisschen. Ihr könnt es gerne nachschauen. Ich gucke mal bei Resident Advisor nach. Hast du irgendwie noch eine Adresse, wo man dich immer gut finden kann? Instagram oder wo auch immer? Ja, Instagram auf jeden Fall. Möchtest du jetzt meinen Instagram-Namen wissen? Genau, also Instagram, TikTok. Ich werde dich verlinken auf unserer Homepage. So macht man das ja heutzutage. Oder ich lade dich einfach nochmal ein und dann hören noch gerne, immer wieder viel mehr Leute, uns beide. Sylvie, ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke, dass du Zeit für uns gefunden hast. Und ja, wie gesagt, viel Spaß beim Rumfloaten nächstes Wochenende am 17. auf dem Main Truck. Bye, bye und Dankeschön. Bis bald. Tschüss.
We are connected. My voice, your